Das geht echt schnell bei den Jungs. Ich komme da ja gar nicht mehr hinterher. Also ja, wir haben wohl ein neues Update gehabt in der Zwischenzeit. Und wir haben jetzt mehrere Spielstände. Das ist doch mal schick. Unser Altes halt nicht dabei. Aber theoretisch, wenn wir... Oh, jetzt wird's kompliziert. Wenn wir diesen Speicherstand jetzt irgendwo auf der Festplatte abspeichern, dann die Steam Cloud aktivieren, haben wir Zugriff auf den anderen Speicherstand, auf unsere alte Welt. Und dann könnten wir die wie auf die Festplatte bekommen? Ah, das ist kompliziert. Na gut, da überlege ich mir was. Aber in der Zwischenzeit klicken wir mal... Also erstmal bin ich neugierig. Ich klicke mal kurz auf die zweite Welt und gucke, was der Mann da so machen kann. Und danach gehen wir zurück zu unserer ersten. Was für eine Art von Spiel möchtest du spielen? Sandbox, Adventure oder Import? Also Sandbox ist ja anscheinend die Welt, die wir gerade eben angefangen haben. Adventure klingt interessant. Import? Oh, das könnt ihr jetzt bestimmt nicht wieder sehen, aber ich habe jetzt gerade so ein Windows-Fenster aufbekommen, wo nach dem Speicherstand gesucht werden soll. Ja, nö, das wollen wir nicht. Ich guck mal ganz kurz in dieses Adventure-Dings rein. Ein neues Adventure-System ist momentan in Bearbeitung oder in... soll programmiert werden und ist nur für Testzwecke angegeben. Es wird garantiert Bugs enthalten. Ja, damit kann ich leben. Das klingt ja spannend. Also ein bisschen wie bei Minecraft, der Adventure-Mode. Spannung steigt... Wow. Das ist neu. Das ist schön. Also ja, das ist jetzt soweit nichts wirklich Neues. Aber das da. Und was auch immer das da ist. Also ja, fangen wir ganz ruhig an. Davon habe ich schon gehört. Das war ein Langzeitplan von denen eigentlich gewesen. Und zwar, dass es sowas wie Wahnsinn geben soll. Also wenn man durchgehend irgendwelche Monster sieht oder wahrscheinlich in der Dunkelheit umherläuft, dass dann der Wahnsinn steigt oder die Geistesgesundheit anscheinend. Gibt es da irgendeinen Namen? Nö. Ja, und wenn das dann auf Null fällt, keine Ahnung. Aber ich denke mir, dann ist auch das Spiel vorbei. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, ob das in unserer Sandbox-Welt auch ist. So, und das nächste ist hier. 1 von 1? Oder erster Tag, erste Stunde? Nö. Die müsste schon rum sein. Na gut, ganz kurz ein bisschen Vorräte sammeln. Wirklich lange wollte ich eigentlich nicht hier bleiben. Ich wollte nur kurz reinschnuppern. Aber bisher sehe ich keinen Unterschied. Außer halt, das hier gibt es nur in diesem Spielmodus. Und nicht bei uns in der Sandbox-Welt. Was aber ganz schön schade wäre. Ich will nicht schon wieder eine neue Welt anfangen. Also ja, es ist eine Beta, aber ich hänge nun mal an meinen Welten und an meinen Wilsons. Na gut, wir hätten gerne eine Axt. Eine Pickaxt. Und wir brauchen dafür eine Forschungsmaschine. Ja, okay. Eine Axt haben wir in der Hand. So, gucken wir gleich mal, was hat sich noch verändert. Also das ist neu, das ist neu. Wir haben hier nicht alle... Dingens. Da fehlen ein paar. Ich kann jetzt aus dem Kopf nicht sagen, welche, aber da fehlen ein paar. Das mit den Mauern? Nö. Irgendwie ist die Welt ganz schön einfach. Also überall ist Essen, wirklich überall. Kaninchen, Beerenbüsche, also Samen, ja, das kennen wir ja schon. Na gut, also ich werde jetzt noch 10 Minuten hier rumlaufen, bis diese Folge zu Ende ist. Die Wege sehen ein bisschen realistischer aus. Nicht diese komischen ganz geraden Achterbahnen. Ganz gerade Achterbahnen. Diese ganz geraden Straßen, die wir in einer anderen Welt haben. Also das ist auch wohl neu. Aber ja, also jetzt noch 10 Minuten hier rumlaufen, gucken, ob irgendwas anders ist.
Und wenn hier nichts anders ist, dann gehen wir nächste Folge wieder in unsere Sandbox-Welt. Und hoffen dann, dass da diese Neuerungen auch sind. Wobei ich denke, dass die Straßen immer noch genauso aussehen werden. Das ist dann wieder mal so eine Sache, die man nur mit einer neuen Welt bekommt. Ich glaube, die Macher von dem Spiel gehen echt davon aus, dass man wesentlich schneller stirbt, als wir das normalerweise tun. Aber na gut, kann man nicht ändern. Also doch, inzwischen kann man es wahrscheinlich ändern durch diese eine Maschine, die man bauen kann. Mit der man zwischen den Welten hin und her springen kann. Was wir in der Sandbox-Welt auch nicht geschafft haben und was in der alten Welt gar nicht erst ging, aber theoretisch müsste es gehen. So, was haben wir jetzt? Wir haben genug Essen. Wir haben Stöckchen, wir haben Flint. Wir haben nicht sehr viel Holz für die Nacht. Das sollten wir noch kurz ändern. Und dann laufen wir einfach ganz lange in irgendeine Richtung, bis wir Steine finden. Oder irgendwas anderes Interessantes, Neues. Die Kännchen können erstmal ignoriert werden. Gras können wir nebenbei ein bisschen mitnehmen. Da haben wir eigentlich schon recht viel. Flint werden wir eher brauchen für Werkzeuge. Solange wir es für die Goldwerkzeuge ankommen. Ja. Stirb. Stirb, du wandelnder Lebenstrank. Das war letztes Mal irgendwie einfacher. Nicht das Gras einsammeln. So. Also Leertaste scheint nicht bei Schmetterlingen zu funktionieren. Nö. Na gut, du darfst weiterleben. Und überall Karotten. Also das ist definitiv so eine Art Newbie-Insel. Vielleicht wurde das hier eingeführt. Dass es in diesem Adventure-Mode alles wesentlich einfacher ist. Oder so wie ganz am Anfang. Dass man eine Insel hat, die richtig eine Starter-Insel ist, wo man alles im Überfluss hat. Jedenfalls für eine Weile. Und dann nach und nach weiterreisen muss. Ja, es wird langsam spät. Das ist vollkommen richtig, Wilson. Kurz ein bisschen Holz hacken. Und dann... Oh. Das da ist gerade runtergegangen. Wegen der Dunkelheit oder wegen der Zeit, die vergangen ist? Ich will nicht wirklich die ganze Nacht hier irgendwo durch rumsitzen. Deswegen... Machen wir mal eins, zwei Fackeln, die wir auch gleich auf eins und zwei legen. Und wir haben noch genug für eine dritte, aber keine vierte. Ja, aber drei Fackeln für die Nacht müssen eigentlich reichen. Sagt er und wird dann daran sterben. Aber ja, das ist ja eh nur eine Testwelt, da können wir uns ein bisschen austoben, das ist schon okay. Das geht ständig runter. Vielleicht, das ist wahrscheinlich echt wegen der Dunkelheit. Wenn ich jetzt eine Fackel anmache, ist da immer noch so ein komischer Pfeil nach unten. Ha. Geht das jetzt schneller nach unten, weil es ganz dunkel ist? Was macht er denn, wenn ich die Fackel aus der Hand nehme? Das geht schneller. Ja, armer Wilson, tut mir jetzt leid, du bist der Versuchs-Wilson. Du wirst auf jeden Fall sterben, die Frage ist nur wie. Also ja, Fackel und Licht allgemein scheint es ein wenig zu verlangsamen. Aber so oder so geht dieser Wahnsinnsmeter runter. Frage ist nur, wie er hochgeht. Essen? Nö. Beeren? Muss auch essen, aber vielleicht... Nö. Das ist jetzt interessant. Also während wir jetzt hier durch die Dunkelheit wandern... Wir sind immer noch auf einer Insel, ne? Ja, eine komisch geformte Insel, aber eine Insel. Also während wir jetzt durch die Dunkelheit wandern, überlege ich mal, was denn so Wahnsinn wiederherstellen könnte. Also Geistesstärke oder wie auch immer man das nennen will. Also Essen an sich so wohl nicht. Aber ich denke, gekochtes Essen auf jeden Fall. Das wird jeder Soldat bestätigen können. Gutes Essen macht sehr viel aus. Also ja, gutes Essen, vielleicht die Kleidung. Eine Garlande aus 12 Blumen. Etwas, um die Nerven zu beruhigen. Oh, das ist auch neu. Okay, und ich höre Spinnen. War schon mal nicht gut. Aber die Fackeln scheinen länger zu halten, kann das sein? Wir sind immer noch bei der ersten Fackel und die Nacht ist gleich rum. Oh, du geh mal weg da. Wo wir gerade dabei sind, die Forschungssachen anzugucken. Das ist nicht neu. Nicht neu.
Wir haben echt eingeschränkte Forschungsmöglichkeiten. Also es wird echt ein Tutorial sein. Das heißt, wird man Schritt für Schritt an die Sachen rangebracht und dann ist man irgendwann am richtigen Spiel, in Anführungszeichen. Hammer, Razor, nö. Sonst sehe ich keine neuen Sachen. Nur diese Galande ist halt neu. Und ich glaube, die bastle ich mir gleich mal. Wir haben ja noch 5 Minuten. Und dann will ich auch echt in die alte Sandbox-Welt zurück. Weil ich, oh. Das ist wieder auf 100 gegangen. Ha. So viel dazu. Das ist jetzt komisch. Ich hätte gedacht, das wäre permanent. Also, dass man quasi nur, sagen wir mal, 10 Nächte überleben kann. Außer man findet irgendwas, was Wilson wieder zu klaren Verstand bringt. Aber so ist das irgendwie komisch. Also es gibt bestimmt noch tierisch viele Sachen, die ich nicht beachtet habe. Wahrscheinlich beim Wolfsangriff geht das ganz schnell runter oder irgendwas in der Richtung. Aber ja, müssen wir schauen. Erstmal will ich jetzt Blümchen pflücken. Ich will eine Girlande basteln. Oh, hier haben wir schon mal Steine. Das wäre ja schon ganz praktisch. Aber nein. Girlande. Tada! Ach du gute Güte. Ja. So viel dazu. Ich will jetzt echt wissen, ob das alles hier nur eine Insel ist. Das wäre natürlich richtiges Händchen halten. Was nicht so schön wäre. Mit einem Grund, warum ich mir das Spiel damals abschenken lassen, war, dass man kein richtiges Tutorial hatte. Man wurde in diese Welt geschmissen. Man wurde gesagt bekommen, dass man nicht so gut aussieht und dass man wohl irgendwas machen soll. Und dann musste man halt rumexperimentieren. Aber wenn jetzt hier nach und nach so ein richtiges Tutorial reingebracht wird, also weiß nicht. Also die meisten Leute gucken ja eh alles im Wiki nach, aber das ist ja eine Entscheidung, die man hat. Wenn man so ein Tutorial vorgesetzt bekommt, dann muss man das auch meistens durchspielen. Das wäre dann nicht so schön. Aber na gut, ich mutmaß wieder zu viel. Wir laufen einfach hier weiter an der Küste lang. In der Hoffnung, dass irgendwann eine neue Insel kommt. So eine richtig schöne alte Brücke, das hätte doch mal was. Die haben wir in unserer Sandbox-Welt noch gar nicht gesehen, oder? Kurz mal überlegen. Nö, ich glaube nicht. So, also hier schon mal überall nichts. Das da könnte eine Brücke sein. Und das könnten wir sogar zeitlich schaffen, wenn ich endlich aufhören würde, die ganzen Blumen einzusammeln. Die brauchen wir gar nicht mehr. Aber ich bin halt ein Sammler. Wir waren schon ganz schön fleißig hier. Überall ausgerupftes Gras und verstörte Kaninchen. Oh, wow. Geht das Teil eigentlich nach und nach kaputt? Ja, anscheinend nicht. So, da unten ist das, was auch immer es ist. Nacht rückt auch ewig näher. Wobei wir die gar nicht mehr wirklich mitbekommen wollen. Das ist keine Brücke. Jedenfalls nicht so wirklich. Also, ja, es ist eine Brücke, aber nicht so, wie ich das von früher kannte. Also von unserer allerersten Welt. Da waren die ja irre lang. Was ganz schön nervig war. Oh, ein Tollbird. Also sie scheinen nicht wirklich irgendwas rausgenommen zu haben aus dieser Welt. Außer vielleicht Wurmlöcher. Davon haben wir noch keins gesehen. Aber ja, erste Insel. Alles im Überfluss da. Essen, Holz, Steine. Vor allem ganz viel verschiedenes Essen. Ah, Steine gar nicht so viele. Das wäre wahrscheinlich dann irgendwann der Grund, auf die zweite Insel zu gehen. Mehr Steine zu holen. Das heißt, es gibt jetzt bestimmt hier irgendwas. Was zur Hölle bist du? Wow. Öffne Chester. Mit einem Augenknochen. Bist du lieb? Dreh mal die Kamera. Klick. Das ist eine wandelnde Truhe. Kann man dich füttern?
Folgst du uns? Jo. Hm, das ist definitiv auch neu. Greift ihr Chester an? Nö. Okay. Also ja, doch, haben sich gut was einfallen lassen. Aber ich mache jetzt einfach mal hier ganz schnell ein Lagerfeuer. Und speichere die Welt jetzt ab. So. Save and quit. Keine Sorge, wir werden auf dich warten. Also, ja, es wird wohl einfach abgespeichert werden. Und wir haben jetzt unsere zwei zur Auswahl. Perfekt. Sehr schön. Das hätte ich mir vor 5 oder 6 Patchen gewünscht. Wahrscheinlich schon noch mehr. Wann hatten wir die allererste Welt angefangen? Also das dritte Leben, das ist ja jetzt schon gut 40 Folgen her oder so. Na gut, aber ja, sehr vielversprechend. Gerade dieser Wahnsinnsmeter. Das heißt, wir gehen jetzt in der nächsten Folge zurück in unsere Sandbox-Welt und gucken mal, was denn von den Neuerungen auch da angekommen sind. Also bis gleich.